Staub zwischen Sonne und Erde. Ein Volk in den Wolken lässt den Himmel verfärben. Ein Tor in eine neue Welt mit mystischem Ausmaß, mit Türen, die ausfahren wie Flügel beim Aufschlagen. Sie sind da, wo du sie nicht siehst, geheimnisvoll wie die Götter. Sie sind froh, wenn du sie nicht siehst, denn dafür sehen sie dich öfter. Und wo einst meine Skybase der Sonne nah war, leben jetzt Krieger, die gefährlich sind wie Tonnen Lava. Also verbrennt euch besser nicht, denn haben sie dich mal im Blick, ja, dann nehmen sie dich mit auf die Inseln im Himmel. Alles in Weiß-Gold, und ihr fragt euch, wo das sein soll. Sie sind versteckt, aber stark wie die Netherites, also sucht keinen Streit, denn es ist vorbei. Und immer wenn sie kommen, rennen Gegner weg, denn sie haben Angst. Und solltest du sie rufen, folgen dir die Krieger in den Kampf. Und immer wenn sie kommen, rennen Gegner weg, denn sie haben Angst. Und solltest du sie rufen, folgen dir die Krieger in den Kampf. Sie sind wirklich die Reichsten, haben wirklich das meiste. TNT in ihrem Lager und zerstören ihre Feinde. Mit dem sichersten Bunker kommt niemand an sie ran. PvP gegen die Krieger ist ein aussichtsloser Kampf. Mit den Netherites, niemand so stark wie sie in Minecraft, weil ihr nicht auf ihrem Level seid. Army und Revive, ein unschlagbares Team, gemeinsam ist ein Ziel, niemand kann die zwei besiegen, das ist klar, denn die zwei bleiben immer Sieger, und deshalb sind sie die Himmelskrieger. Und immer wenn sie kommen, rennen Gegner weg, denn sie haben Angst, und solltest du sie rufen, folgen dir die Krieger in den Kampf. Und immer